Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Speedpaint. Diesmal mit einem kleinen Introduction-Video, weil ich mich so extrem freue. Und zwar habe ich mir Tinte bestellt. Kann man die überhaupt scharf erkennen? Oder? Denk schon. Und zwar habe ich bei der YouTuberin, wie heißt sie? Miss Carrie J. oder so, habe ich diese Tinte gesehen, und das ist eigentlich Kalligrafie-Tinte, aber sie hat sie so wundervoll perfekt benutzt, dass ich so verliebt war und sie sofort kaufen musste. Und mit sofort meine ich, ich habe noch ein bisschen gezögert und war mir nicht ganz sicher. Ich habe sie dann jetzt bestellt. Ich habe mich hoffentlich, ich weiß es nicht, ich habe noch nicht mal das Päckchen ausgemacht hier, ehrlich gesagt. Ausgemacht, das ist Schwachsinn, aufgemacht. Ich habe sie, ja, hier sieht man schon ein bisschen, und zwar ist das Tinte mit Pigmenten zersetzt, und zwar in dem Fall Silber. Also ich habe mich für Silber entschieden, weil ich das Gold fand, das war bei ihr schön, aber bei mir werde ich es voll lässig finden. Und ich habe mir die auch in Schwarz mit Silber bestellt, weil man gönnt sich ja sonst nichts. Aber ist ja auch egal. Muss mal gut schütteln hier. Und je dicker man quasi aufträgt, desto mehr schimmert das dann quasi. Und ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich möchte. Ich werde jetzt dann gleich halt damit aufnehmen. Das heißt, das habe ich jetzt auch hier nicht nachproduziert. Das ist live, wie immer. Weil ich zu blöd dafür bin, gestellte Texte vorzulesen. Und dazu habe ich mir eine kleine Landschaftsszene erdacht. Quasi, die habe ich eben gerade... Also eigentlich mache ich das ja immer so jetzt, dass ich alles aufzeichne. Könnt ihr das jetzt erkennen? Dann könnt ihr auch nicht erkennen. Ah, egal, wird schon passen. Mache ich es ja immer so, dass ich jetzt alles so von leeres Papier bis fertiges Bild aufzeichne. Aber das hier habe ich eben gerade vorskizziert, als ich auf meinen Mann gewartet habe. Wir hatten nämlich beschlossen, unser sauber verdientes Geld in der Stadt zu verbraten. Und ich habe mich in mein Lieblingscafé gesetzt und einen super leckeren Kaffee getrunken, wie man das montags einfach mal machen muss. Vor allem, wenn der Montag so stressig war, wie bei mir. Wobei nicht nur montags, einfach jeder Tag, eigentlich immer. Kaffee, immer Kaffee. Naja, hab das da halt skizziert, deswegen ich jetzt nicht vorskizziert habe, logischerweise. Also nicht vor der Kamera vorskizziert habe. Boah, Worte sind echt schwer. Das hier ist auch ein ganz simples von Paper Poetry, von Idee. Da gab es so ganz viele, da habe ich auch so eins hier. Und das finde ich super schön. Und auf dem Papier sah es so aus, als wäre das das Weiße. Und das hätte ich viel schöner gefunden als das hier. Aber das mit den anderen, das finde ich auch okay. Und dann gibt es noch ein drittes mit so Kakteen. Aber das benutze ich für was anderes. Und das zeige ich euch jetzt nicht. Und das hier benutze ich halt ein bisschen zum Skizzieren, wenn ich unterwegs bin. Aber ist auch komplett scheißegal. Auf jeden Fall ein bisschen Schleichwerbung für Ideen. Auf jeden Fall, das ist so grob die Szene, die ich mir erdacht habe. Und ich hoffe, dass das jetzt so funktioniert. Das Ganze wird gezeichnet auf einer Postkarte von Kenson Morval. Weil das halt recht dickes Papier ist, und ich hoffe, dass das halt so funktioniert, wie ich mir das erdenke. Ja, so ist das auf jeden Fall. Hier ist eine kleine Macke in dem Papier. Ist ja doof. Ja, mal gucken. Ich glaube, ich nehme die Seite trotzdem. Wir gehen jetzt gleich in die Timelapse und dann sehen wir uns danach nochmal. So, und auf geht's. Ich zeichne noch ganz kurz mir die Bleistiftskizze vor, von der man nach der ersten Schicht Farbe nichts mehr sieht. Und da habe ich aus Versehen den falschen Pinsel genommen, da war noch gelbe Farbe dran. Ich bin einfach mega intelligent und mache die immer total regelmäßig sauber. Vor allem die Belichtdinger, die ich hier für, naja, so Kleinigkeiten nehme. Jetzt im Nachhinein denke ich, habe ich... gerade im späteren Teil des Videos ein bisschen übertrieben mit der Farbe. Aber am Anfang hatte das so gar nicht geklappt, weil sich in dem Näpfchen, das ich mir abgefüllt habe, eben auch das ganze Glitzerzeug unten abgesetzt hat. Und da erst bei der Brücke jetzt habe ich dann halt gemerkt, dass ich auch das Näpfchen jetzt regelmäßig umrühren muss. Und dadurch, dass ich jetzt auch ziemlich müde bin, war ich dann auch ein bisschen faul und habe mir dann einfach gedacht, ach, klatscht da einfach mal hin. Also es war ein bisschen zu viel, aber fürs erste Mal bin ich recht zufrieden, zumal es jetzt auch eine Landschaftsszene ist, die ich seit 100 Jahren gefühlt nicht mehr gezeichnet habe.
Es hat auf jeden Fall sehr gut zum Zeichnen geklappt. Also ich habe eigentlich keinen Unterschied so wirklich gemerkt zu Zeichentinte, wobei ich natürlich das bei einer Figur, also einer Person nochmal ausprobieren sollte. Das wird demnächst auch noch folgen. Aber nicht jetzt. Naja, jetzt gleich ist die Timelapse schon zu Ende. Und dann geht es gleich weiter mit einem abschließenden Review zu dem Bildchen. Und ja, dann sprechen wir uns dann gleich nochmal wieder. So, meine Lieben, wir sind fertig, würde ich sagen. Der Mond noch mal kurz, muss ich gerade ein bisschen beeilen, meine Kamera ist gleich leer. Oh mein Gott, ich bin zu blöd, sie aufzunehmen, aufzuladen vorher. Weil ich, na, das Bild, weil ich die Tinte ja eben erst abholen konnte, also heute Mittag dann, gibt es jetzt halt wirklich nur so ein kleines Bildchen, auf das ich mal Lust hatte. Man sieht sogar schon so heftig, wie das glitzert in der Aufnahme, und das sieht im Original einfach gerade wunderschön aus. Und ich bin sehr, sehr, sehr glücklich damit. Man muss halt ständig auch die Tinte umrühren und dafür sorgen, dass halt wieder genug rauskommt, sozusagen. Ich habe schon Ewigkeiten keine Landschaften mehr gezeichnet, deswegen verzeiht mir, wenn das ein bisschen behindert aussieht. Aber ich habe jetzt auch keine Zeit mehr, weil die Kamera ist leer und außerdem will ich zocken. Ich werde alle Links natürlich unten in die Beschreibung packen. Was habe ich denn hier gemacht? Egal. Ich werde alle Links unten in die Beschreibung packen, auch wo ich die Tinte her habe. Ich habe sie mir auch noch einmal in Schwarz bestellt, also die gibt es dann demnächst auch mal in einem Video. Aber die ist noch nicht da. Ich wünsche euch super viel Spaß damit, einen schönen Dienstag und wir sehen uns Donnerstag zum nächsten Let's Play oder Freitag zum nächsten Speedpaint slash irgendwas anderes, was ich mir ausdenke. Bye bye!